Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme USM. Und hallo. Hallo, auch die Lisa ist dabei. Ja. Und wir hatten ja in unserem allerersten Video eine Folge USM. Und ich, Lisa, kommt gerade vom Spawn. Und ja, ich komme mit einem Minecart angefahren. Und wir werden sie empfangen. Aber hier hat so ein Creeper das weggesprengt und ja. Ich sag mal nichts. Sag einfach mal nichts, okay. Ich war das mit dem Creeper. Jetzt habe ich doch was gesagt. Da kommst du. Ich bin so hier meine Dreingabe. Ich habe dir einen Knochen zu Füßen geworfen. Oh, damit ich darauf rumkauen kann. Fluffy, ja. Ach, schön. Das habe ich mir schon immer von dir gewünscht. Komm, wir gehen. Wir hatten heute vor, ein Battle zu machen in unserer unfertigen Arena. Ja. Einfach weil wir Bock drauf haben. Und wir nehmen euch mit. Wer das Dorf noch nicht kennt, muss unbedingt in die erste Folge reinschauen. Da wird das erklärt. Und vorgestellt, genau. Genau. Ich baue mir gleich mal erstmal ein Bett und setze mir einen Spawnpoint. Genau, mach und dann das. Eine Arena ist ein Bett. Ja, aber dann ist wieder Tag, bis wir da sind. Nehmen wir ein Stack Pfeile. Was du mich mit? Dankeschön. Bögen, wir haben keine Fäden für Bögen. Wirklich nicht? Ich glaube wirklich nicht. Da muss einer von uns kurz runtergehen. Ja, machst du. Was brauchen wir noch? Schwerter und Sticks. Nee, ich sammle hier gerade die Sachen. Dann machst du das mit den Sachen zusammen sammeln. Okay. Außer Pfeile, die brauchst du nicht mehr. Naja, da habe ich schon. Okay. Oder nimm dir einfach auch welche, dann habe ich mir jetzt welche genommen. Also noch mehr. Nimm dir Pfeile für dich und Schwerter für uns beide und Essen für uns beide. Okay, gut. Und ich hole uns eben Fäden. Ja, also solche Matches machen wir gerne mal öfter. Genau. Und das sollten wir dann heute einfach mal aufnehmen. Genau. Ich setze aber mal jetzt mal kurz ganz dreist mein Spawnpoint. Damit ich auch nicht wieder am Spawn bin. Der ist nämlich etwas weiter weg. Ja, ich gehe jetzt zum Monster-Spawner. Ich hoffe, da sind schon Fäden. Ich mache mal eben Monster an. Ja, mach das. Damit wir ein paar Fäden dazu bekommen. So. Wir brauchen 6 Fäden. Ich kann mal kurz gucken, hier ist eine Kiste, ob da 6 Fäden drin sind. Nein, da ist nur Wolle. Diese beiden Schwerter sind gleich fertig. Nehmen wir einfach Melonen. Machst du doch, da kommt eine Spinne. Nehmen wir Melonen einfach? Wir nehmen Melonen, genau. Haben wir noch 2 Stacks? Ja, was sollten wir eigentlich? Ich guck gleich mal nach. Nehmen das, wovon wir am meisten haben. Und droppst du was Kleines wie ich? Ja, 2 Fäden. Okay, damit haben wir genug Fäden, um 2 Bögen zu machen. Nämlich genau 6 brauchen wir. Da mache ich die Monster auch direkt wieder aus. Wir haben von allem nicht viel. Bringst du? Ja, soll ich noch Fleisch mitnehmen? Ja. Jeder dann. Ja, okay. Gut. Und ja, dann müssen wir wieder zu den Feldern. Da sind bestimmt wieder Melonen gewachsen. Ja, auf jeden Fall. Oder bring du welche mit, ja? Kann ich machen. Gut, dann machen wir es so. Dann machst du mal schon Sticks. Was? Mach du Sticks. Okay. Und Schwerter. Hast du Schwerter schon gemacht? Schwerter habe ich schon. Gut. Wir machen das jetzt ganz ohne Rüstung, weil es eh nur für Quatsch und Spöks ist. Den richtigen großen Kampf werden wir dann vielleicht auch aufnehmen. Vielleicht schaffen wir das irgendwie heimlich. Es ist geplant, ach so, der große Kampf gegen einen Freund, er weiß nichts von unserem Dorf, ich hoffe, der bekommt erstmal auch nichts von dem YouTube-Kanal mit. Also wir haben gesagt, dass wir auf einer neuen Welt anfangen. Und dabei haben wir hier das schon, also nicht ganz neu, ist nicht ganz fair, aber es ist echt witzig, weil er kommen wird und denken würde, wird what the fuck. Ja, ich habe uns jetzt 33 Millionen, hat das nur gebracht. Aber falls du das Video siehst, du hast dich gerade selbst damit gespoilert, Glückwunsch. Glückwunsch. Falls nicht. Ja, vielleicht nehmen wir das auf heimlich. Nee, aber es geht wahrscheinlich nicht, oder? Klar. Wenn ich sage, ich mache das Kabel an den Laptop zum Aufladen. Meine Truppen sind kampfbereit. Sehr schön. Okay. Bist du in der Arena? Nee, ich bin oben. Soll ich dir die Pfeile geben? Die Fäden? Nee, ich gebe dir die Sticks. So machen wir es. Da. Ich glaub, hast du dir jetzt mit Dom mitgebracht? Ja, sehr 33 habe ich. Ich habe 40. Melonen? Mhm. Gut. Das passt dir erstmal. Hier. Ich gebe dir deinen Bogen. Hast du Pfeile?
Ja, ich habe Gibst du beide. mir mein Schwert? Habe ich hier hingedrückt. Oh ja. Ich mache mir ja eben das Schwert auf die 1. Was tue ich denn eigentlich? Lauf mal hin. Das Schwert auf die 1. Das Essen. Gondel da schon mal hin. So. Das Essen auf die. So. Oh, hier wollte ich den Bogen hin. So, perfekt. Ich gehe da jetzt auch schon mal hin. Wir machen dann in der Arena gleich die Difficulty an. Genau, damit wir uns auch mit Pfeilen abschießen können. Genau, sonst prallen die Pfeilen uns ab. Da hinten ist unsere Arena. Ja. Das Glas, mit dem man nachher später so bloß merkt. Oh, ich bin gerade an sich gefallen. Richtig schlimm. Okay. Du da einfach hervorgekrochen kommst. Fällt es euch eh noch an? Nee, schade. Okay, dann. Bisher sieht es bei unseren Skills so aus, dass ich mit dem Bogen etwas besser hantiere und sie mit dem Schwert, aber man könnte schon sagen, das ist ausgeglichen zwischen uns. Ja, eigentlich schon. Stellen wir uns jeder auf eine Seite? Genau, tun wir. Willst du deine Seite oder machen wir jetzt mal neu? Machen wir so, ja. Okay. Ja, Johannes ist einfach besser im Bogen, das muss ich zugeben. Ich muss Third Person View ausschalten, gut. Ja, ja. Bereit? Drei. Warte. Ja. Drei, zwei, eins. Und dann geht's los, der Kampf. Schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer gewinnt. Oh. Und wenn ich gewonnen habe, könnt ihr schreiben, ob ihr das erwartet habt. Oh. Habe ich getroffen? Tja, mal schauen, ne? Ich habe noch die Difficulty nicht an. Oh, ich Gott. Hätte dich getroffen. Scheiße, der ist gerade an dir abgeprallt. Nochmal. Geht's jetzt los? Ja, ja. Okay. Getroffen. Okay. Ah, wieder getroffen. Du hast keine Chance. Oh, du hast unser Arena-Schaf getötet. Ja, oh. Das war eigentlich nicht böse. Okay, du scheinst ziemlich wenig Leben zu haben. Ich verfolge dich jetzt einfach. Hast du dir so gedacht, ne? Scheiße! Ja. Schade, sehr schade. Ich würde sagen, dieser Sieg geht eindeutig an mich. Ja, ich komme jetzt wieder zur Arena. War aber noch spannend. Ich hatte jetzt irgendwie, keine Ahnung, Hälfte des Lebens, weil ich vergessen hatte, wieder zu essen. Okay, ich komme jetzt wieder ich zur Arena. Ich habe auch Hälfte des Lebens, also du hast mich auch gerettet, aber... Ihr Sieg geht eindeutig an mich. Ihr müsst schon sagen, Leute, einen Applaus in den Kommentaren für diesen Schuss. Das Coole ist, bei der Pocket Edition senken sich die Pfeile total. Ja. Das heißt, auch wenn du den Gegner nicht siehst, kann man den dennoch treffen. Und ich kann damit gar nicht umgehen, dafür aber Johannes, und deswegen verliere ich immer. Und das ist das Coole daran. So, sammeln wir hier alles wieder auf. Da oben steht ein Crafting Table, weil da mal die ursprüngliche Ebene war und da oben noch Kisten. Also wundert euch nicht. Okay. 3, 2, 1. Okay. Ist Difficulty aus? Ja. Ist an. Ja, ist an. Ja, was ein Schuss! Schade, dass ich wieder zerlegt. Ja, ich bin einfach sehr ungeschickt. Ich würde sagen, noch eine Partie und danach beenden wir dann die Aufnahme. Dann sind wir, dann... Best of 3 war das dann. Ja, genau. Johannes hat dann zwar schon gewonnen, aber ich will mich jetzt einfach rächen. Obwohl ich ziemlich schlecht im Bogenkampf bin. Wir sollten nochmal einfach Schwertkampf machen, Johannes. Nö, ja, dann kommen wir auch nicht zugestimmt. Damit nicht alle denken, dass ich super schlecht bin. Aber wenn du da verlierst, dann hast du keine Ausrede mehr. Das stimmt auch wieder. Das glaube ich nicht. Da habe ich mal Fallschaden bekommen, okay. Gerne Sachen kannst du einsammeln. Die Arena-Kuh ist heilig, die ist das heiligste Stück hier. Die ist heiliger als das Schwein. So, die war nämlich als erstes hier, ne? Ja, genau. Die Arena-Kuh kommt am Ende in die Mitte. In ein schönes Gefäß. Du hast gerade Arena-Schaf gesagt, aber... Du ich meinte aber die Kuh. Ja. Ich töte sie jetzt. Nein! Ja, ist ja gut. Ich töte Schwein. Komm, wir fangen an. Ja, stell dich an die Wand. Stell dich an die Wand.
Drei. Zwei. Eins. Da hat der erste Schuss mal wieder gesessen. Wir spielen jetzt Katz und Maus. Oh, schade. Ich habe schon wieder gewonnen. Ich würde sagen, Best of Three geht an mich. Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, und ich morgen. Werde mich auf jeden Fall noch revanchieren. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Was gibt es noch zu sagen, Johannes? Sprich. Es gibt zu sagen, dass du keine Chance hast und nie wieder gewinnen wirst. Und dass es echt traurig ist. Gut, dann sehen wir uns nächste Folge. Haut rein. Au revoir. Tschüss. Ciao.